Ja. Und dann Star Trek Enterprise von 2001 bis 2005, da geht es halt um die Geburt der Föderation. Da gibt es noch keine Föderation. Das erste Warp 5 Raumschiff. Da gibt es ja sonst keine anderen Raumschiffe. Da haben noch die Vulkane auf der Erde oder wie sagt man, da haben die richtig noch irgendwas zu sagen gehabt. Die Vulkane. Und ja, da haben die Menschen dann noch richtig auf die Vulkane gehört. So war das. Und ich renne jetzt einfach nur blöd hin und her. Ja genau. Und da haben wir halt gesehen, wie die Föderation dann gegründet worden ist. Okay, haben wir eigentlich nicht gesehen, doch ganz zum Schluss ist die Föderation dann gegründet worden. Aber da haben wir halt gesehen, wie sich das entwickelt, die ersten Schritte der Menschen im Weltraum mit anderen Völkern außer den Vulkaniern. Ja, so war das. So, und jetzt renne ich einfach hier blöd rum. Das will ich eigentlich gar nicht. Ich will mal produktiv arbeiten. Ja, und ich habe jetzt auch rote Wolle. Und ich habe quasi jetzt zwei Serien gekauft, sprich Star Trek Enterprise von 2001 bis 2005, diese Serie, und Star Trek Deep Space Nine, jetzt vor kurzem. Star Trek Enterprise habe ich schon ein bisschen länger, ein, zwei Monate. Ja, und ich habe mir auch definitiv alle gekauft. Ich habe mir auch die Kinofilme gekauft. Zwar nicht auf Blu-ray, aber auf DVD. Ja, die Kinofilme, wie viel kosten die? Ich glaube, die ersten 10 kosten, das ist eine Box, die kosten knappe 130 Euro oder so. Die anderen DVD-Boxen mit den 7 Staffeln kosten alle so 110 Euro rum. Okay, die Deep Space Nine, weil es ein bisschen billiger hatte, nur 80 gekostet, glaube ich. Ne, 89, 90. Aber naja, passt schon, finde ich. Wie gesagt, das sind nur fast knappe 2 Euro pro Folge. Pro DVD. Wenn du mich jetzt herauslassen würdest. Also geht das eigentlich, ist eigentlich gar nicht mehr so teuer, wie ich finde. Ja. Gut. Vom Preis her geht es eigentlich vollkommen in Ordnung. Und also ist jetzt meine Meinung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und ihr sollt auch mal schreiben, ob ihr Star Trek mögt, ob ihr es total hasst, beziehungsweise und dann auch, warum ihr es nicht mögt. Seid ihr einfach kein Science-Fiction-Fan oder findet ihr nur Star Wars cool? Es gibt ja auch viele Leute, ja, nur Star Wars ist cool. Und Star Trek hat alles geklaut. Stimmt aber eigentlich nicht. Denn Star Trek hat es schon früher gegeben. Der erste Kinofilm von Star Wars ist irgendwie 1972 oder so rausgekommen. Der erste Star Trek Serie ist 1966 rausgekommen. Also ein bisschen früher. So. Ja, ich warte jetzt eigentlich, bis die ganze rote Wolle wieder nachkommt. Hallo Schwein. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt euch nicht zu sehr verwirrt mit Star Trek. Sehr kompliziert. Ich habe auch da so ein dickes Buch. Das Enterprise Handbuch. Wo technische Daten über die USS Enterprise stehen. Interessant, nur blickt keiner durch. So. Und was es natürlich auch noch gibt, es gibt richtig viele Bücher von Star Trek. Die wo dann quasi weiter erzählen, die wo die Serie aufhört, erzählen die Bücher weiter. Auch sehr spannend. Habe ich auch 3, glaube ich. Aber allerdings Voyager Bücher. Jetzt sind quasi Episoden, die quasi nicht ver oder nicht verfilmt worden sind, beziehungsweise entweder erzählen, was danach passiert, ein Buch erzählt, was danach passiert, nachdem die Erde wieder, nachdem die Voyager wieder auf der Erde ist. Aber manche, ja, zwei Bücher, was ich habe, erzählen noch Sachen dazwischen auf dem Weg heim. Richtig interessant. Vor allem finde ich auch Star Trek richtig gut gemacht. Manche mögen es, ich mag es auf jeden Fall. Kann eigentlich nicht genug davon kriegen. Ich kenne auch schon die meisten Folgen, aber ich werde es mir trotzdem kaufen. Weil mich die Werbung einfach aufregt. Und
Deutschland kommen sie entweder auf Sci-Fi, Skies oder Telekom Center. Oder auf Tele5, und auf Tele5 kommt wirklich jede 5 Minuten Werbung. Das ist so schrecklich. Nur noch immer die gleiche Werbung. Deswegen kaufe ich es mal lieber, da gebe ich lieber 400 Euro aus. Ja, und ich hoffe wirklich, dass eine neue Serie auch mal kommt. Michael Dorn, also der Schauspieler von Lieutenant, der Schauspieler, der Lieutenant Worf spielt. Lieutenant Worf ist übrigens der einzigste der Schauspieler mit dem längsten Einsatz bei Star Trek. Der war ja bei 2 Serien bei Star Trek Deep Space Nine und bei Star Trek The Next Generation war er. Hat quasi den längsten Einsatz bei Star Trek. Und er will eine eigene Serie machen. Er sagt, Star Trek ist sein Leben. Finde ich richtig nice. Tim Russ heißt er, oder Russ. Na, Russ, glaube ich. Heißt er, der Schauspieler, der den Tuvok spielt. Von Voyager will hat ja auch schon Regie geführt bei einem Fanprojekt. Bei einem Film, wo auch alte Star Trek Schauspieler mitgespielt haben. Hat sich durch Spendenaktionen finanziert. Richtig geil. Leider nur auf Englisch. Das kenne ich aber auch schon. Und der plant jetzt auch eine Webserie. Sprich, eine Serie, die halt nicht im Fernsehen läuft, sondern im Internet. Dann, aber dazu bräuchte er noch ein bisschen Geld. Sprich, mehr Spenden. Wäre bestimmt auch interessant. Nur leider wird es die halt wahrscheinlich auch nur in Englisch geben. Und was macht dieses scheiß Huhn? Wird es halt leider auch nur in Englisch geben, das ist ein bisschen blöd. Weil es halt nichts Offizielles ist. Naja. Schade. Aber naja. So, und ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen was darüber erzählt, dass ihr jetzt auch unbedingt Star Trek anschauen wollt. Also gleich Tele5 einschalten, kommt meistens immer. Also nachmittags kommt es eigentlich fast immer auf Tele5. Und so jeden Donnerstag kommen auch 3 Folgen Star Trek Voyager ab 20:15 Uhr. Also wie gesagt, wenn ich euch das ein bisschen schmackhaft gemacht habe, dann schaut unbedingt rein. Star Trek Voyager, beziehungsweise alle Star Trek Serien sind richtig geil. Aber zurzeit laufen auf Sci-Fi, glaube ich, nur TGN. Wieso sage ich immer TGN? TGN ist ein Netzwerk. TNG natürlich, also The Next Generation. Läuft auf Sci-Fi und ich glaube Voyager. Und auf Tele5 läuft Deep Space Nine und auf Tele5 läuft Deep Space Nine, TNG, also Next Generation und Voyager. Ja. Ja. Gut. Und ich hoffe, die GEMA will die Musik nicht oder erkennt. Ich hoffe, dass YouTube die Musik nicht erkennt. Mein Gott, dann soll er halt Werbung draufschalten. Das ist mir eigentlich auch egal. Ist halt auf dem Video Werbung. Ja, gut. Und ich hoffe, wie gesagt, ihr schaut mal Star Trek an. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr zu Star Trek oder was eure Meinung zu Star Trek ist. Und ja, bewerten nicht vergessen. Und wie gesagt, denkt dran, schreibt eure Meinung über Star Trek. Welche Serie ihr mögt, welche ihr überhaupt nicht mögt, Begründung, warum ihr die Serie nicht mögt, warum ihr Star Trek generell nicht mögt, könnt ihr auch mal schreiben, wenn ihr es nicht mögt. Ja, und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Let's Play Minecraft. Und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr sowas genial findet, wenn ich mal über Themen rede. Zum Beispiel über Star Trek. Können auch mal nichts mehr über Star Wars reden, wobei ich Star Wars eher, naja, scheiße finde. Naja. Also, bis zum nächsten Mal, Killer Party.